Die HAWK durfte heute die Honorarprofessur an Hans-Georg Näder verleihen. Damit ehren wir eine Persönlichkeit, die sich in besonderer Art und Weise verdient gemacht hat um die Werte, um die Ideen unserer Hochschule. Und ich durfte das auch persönlich erleben, als ich angefragt hatte bei Herrn Näder, wie sehr er sich mit diesen Werten verbindet, wie sehr er brennt, wie leidenschaftlich er Wissen nicht nur hat, sondern auch teilt, gerade an junge Menschen. Und ich fand das sehr beeindruckend, dass er sofort angefangen hat, Ideen zu entwickeln, wie er sich einbringen kann in die Hochschule, in Vorlesungsformate, in Seminarformate. Und dass er junge Menschen auch in herausfordernden und schwierigen Zeiten wirklich ermutigen will, Schritte zu gehen in den Beruf, in die Selbstständigkeit, ins Entrepreneurship. Und deswegen freue ich mich und freut sich die Hochschule sehr auf Herrn Professor Näder. Herr Näder zeichnet aus, dass er vielfältig mit der HAWK zusammenarbeitet. Da sind sehr, sehr viele verschiedene Projekte, in denen er auch immer Studierende mit einbindet. Einige dieser Projekte sind gemeinsame Forschungsprojekte. Dort kann man auch das Farming nennen, ökologisch, ökonomisch dort die Natur nach vorne bringen, aber auch die Medizintechnik. Dort hat er Ausgründung aus unserer Hochschule gefördert, aber auch im Bereich des Kinderschutzes hat er unsere Studierenden mit eingebunden in seinen Tabaluga-Projekt. Herr Näder hat so viele Projekte gemeinsam mit der HAWK unterstützt, dass wir da eine wirklich große Bereicherung an unserer Hochschule haben. Ja gut, einmal wollen wir natürlich den Studiengang der Orthobionik an der HAWK befeuern. Zum Zweiten im Bereich Entrepreneurship stimulieren, Studierende ermutigen, auszugründen, eigene Firmen zu gründen, unternehmerisch tätig zu werden. Und ich denke, wir wollen versuchen, diese ganzen Querschnitte, die man hier am Standort Göttingen in der Stadt die Wissenschaft generieren kann, was ja Joachim Kreuzburg mit Sartorius so perfekt vormacht, wollen wir unterstützen durch unsere Aktivität hier im Sartorius-Quartier, durch mein Engagement an der HAWK und durch hoffentlich viele und erfolgreiche Projekte.